Hast du mich gehört? Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Spürst du die Brise? Ich sag dir, an solchen Tagen habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Ellie klingt nicht sehr begeistert. Ellie, ich rede mit dir. Hä? Oh, ja. Klar, das klingt toll. Aber was mich jetzt wirklich sehr, sehr wundert, warum ist die Umgebung jetzt auf einmal so schrecklich von der Qualität her? Ich habe nichts umgestellt. Ich bin sogar die ganze Zeit durchgehend am Aufnehmen. Also, es ist noch nicht mal ein neuer Tag angebrochen bei mir. Und trotzdem sieht jetzt alles total kriselig aus auf einmal. Kann ich hier hoch? Nee. Es ist doch irgendwie so prädestiniert dafür, dass irgendwo entweder ein Firefly-Anhänger drin ist oder ein... Ach, da sind sie hin. Oder ein Comic oder sowas. Aber hier kann man im Moment nirgendwo was öffnen. Ah, sehr schön. Du hast 50 Zusätze. Sehr gut. Ach so, Thema. Das können wir nochmal machen. Das ist schon wieder weg? Wieso ist das jetzt schon wieder weg? Ich habe einmal jemanden damit angegriffen. Hallo? Ein Comic? Nee, ein Foto. Schade. Ich kann so schwenken, aber... Achso, wenden. Ach, ich bin wieder so schlau. Vergib uns. Tja. Wir bekommen wieder gut Munition. Finde ich gut und irgendwie auch nicht. Gott. Gegen den Baseballschläger. Was haben wir denn jetzt aktuell? Die Axt haben wir nicht mehr drin, ne? Ich kann es gar nicht sehen. Nö, da steht zwar tauschen, aber wir haben nichts. Das ist natürlich klasse. Okay, nee, jetzt ist Y tauschen gegen die Axt. Okay, haben wir also doch. So. Moment. Okay. Das war anscheinend jetzt doof. Okay, 50 haben wir. Lauschmodus-Distanz, Fertigungszeit, Heiltempo. Ja, Fertigungszeit ist ja jetzt nicht so. Schwanken der Waffe, naja gut, okay, das wäre natürlich auch, aber das hat mich jetzt bisher noch nicht gestört. Heiltempo wäre schon cool, können wir nochmal nehmen. Also, das ist klar. So, dann. Und was hat der hier doch gerade? Achso, das war diese eine, ne? Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Tja. Fliegen Sie mit Air West neues Luxusflugzeug ab November 2013. Jo. Schauen wir uns hier nochmal eben so ein bisschen um. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Er meinte eben was von Krankenhaus. Was sollen wir beim Krankenhaus?
Ich weiß es nicht. Ich weiß ja gar nicht mal, was unser Ziel jetzt überhaupt ist. Ich meine, wir haben Ellie jetzt rausgeholt. St. Marys Krankenhaus. Und müssen ja eigentlich hier weg. Weil... Ach nee, Moment. Das waren ja gar nicht die Fireflies hier, die Typen. Ich komme hier schon total durcheinander. Die sie da essen wollten, meine ich. Mir gefällt das alles irgendwie nicht. Ist da irgendwas? Oh, das blinkt nicht, oder? Nee, okay, ich dachte schon. Also, so wie es aussieht, mal wieder kein Firefly-Anhänger. Wobei ich jetzt natürlich nicht in die Bäume reingeguckt habe, ob da jetzt vielleicht irgendwo wieder was hängt. Den haben wir einmal verpasst, habe ich ja schon gesagt. Und einmal haben wir ihn ja zufällig gesehen. Eine verwaiste Quarantänezone. Fedra, stopp, Fedra. Sie betreten eine ausgewiesene Quarantänezone. Mykotoxin Stufe 4, Eindämmungsprotokoll. Melden Sie sich bei der Einberufungsstation, bevor Sie weitergehen. Alle Personen müssen durch medizinisches Personal freigegeben werden, bevor Sie die Quarantänezone betreten dürfen. Ja. Ich meine, nachvollziehen kann man es irgendwie, dass sie Quarantänezonen gemacht haben, aber kann man hier drüber klettern? Ah, das sieht gut aus. Okay. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Ich dachte gerade, ich bin auf so Quietsche-Ding drauf gefallen. Also gesprungen. Okay. Das gefällt mir gar nicht. Vielleicht geht es hier durch, ha? Mal gucken, aber da blinkt nichts, ne? Ne. Okay. Habe ich jetzt gerade Ellie gehört? Ich hoffe, ich habe Ellie gehört. So. Oh, Ellie sitzt da. Was ist jetzt los? Ist alles okay? Ja, na klar. Du bist nur irgendwie so still heute. Oh, tut mir leid. Nein, es ist nicht... Schon gut. Joel, woran könnte das wohl liegen? Wenn man sie essen wollte und töten wollte und... Woran könnte das liegen, dass sie jetzt auf einmal so still ist? Ich weiß nicht. Aber ich finde es schön, dass er sich zumindest erkundigt. Weil, sind wir mal ehrlich, so wie das Ganze gestartet ist, das war ja schon extremst abgekühlt. Antarktikmäßig abgekühlt. Und die beiden sind ja mittlerweile sehr, sehr zusammengewachsen. So, ich würde sagen, wir müssen da hoch. Ellie, kann ich dich da hochbringen? Achso, hier. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Ellie, Leiter. Kommst du? Und auf geht's. Ellie? Ellie? Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Na, also irgendwie gefällt mir das Ganze nicht. Okay. Ich meine, sind wir mal ehrlich, es ist nur in Anführungszeichen eine weitere Person gewesen, die versucht hat, sie umzubringen. Eigentlich darf das sie nicht so aus der Bahn werfen, sagen wir es mal so. Oh mein Gott. Was ist
Hallo? Ellie? Ellie! Ellie! Schnell, Joel! Wir sind hier mitten in einer infizierten Quarantänezone. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Aber scheint nichts Schlimmes zu sein. Nein. Moment. Ich glaube, ich habe es gesehen. Jetzt ist sie schon wieder weggelaufen. Kann man hier noch was einsammeln? Ellie? Komm, Beeilung! Kann ich nicht. Joel läuft nicht. Joel ist ein alter Mann. Der kann nur so ganz komisch joggen. Ja, ich hab's richtig gesehen. Siehst du das? Psst, ganz leise. Schon gut, schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Oh, wo ist sie hin? Hier, komm! Hinterher! Langsam, Kleine! Ist das normal, dass die Zunge so schwarz ist? Ich weiß es nicht mehr. Beeilung! Na los, na los, na los! Nicht, dass das eine infizierte Giraffe ist. Ist sie jetzt nach oben gelaufen? Ellie? Komplette Giraffenherde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Und? Ist es so, wie du es erhofft hast? Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Aussicht ist echt klasse. Unu? Ich meine, das ist schön, aber wir sollten mal so langsam weiter, ne, Ellie? Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe, das kann nicht umsonst gewesen sein. Ja, Joel. Ich kann sie auch ein bisschen verstehen. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Tja, wenn wir fertig sind. Ach, Ellie, du bist so blauäugig. Zu blauäugig für diese Welt. So, warte, wenn wir dahin müssen, dann gucke ich hier nochmal, ob wir nicht hier noch irgendwas finden. Das ist alles voll. Haben wir denn wirklich hier noch alles voll? Das ist alles 333, okay. Geh vor, Ellie.
Wenn jemand dich fressen will, dann bist du wenigstens vor mir. So. Jetzt kommen doch bestimmt wieder Leute, oder? Das sieht so... Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah, alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Oh, das war ja jetzt wirklich ein herzzerreißender Moment zwischen den beiden. Hat man ja am Anfang sehr, sehr selten nur gehabt. Was heißt selten? Am Anfang eigentlich gar nicht. Am Anfang hat Joel wirklich nur abgeblockt. Ich will hier Kanarienvögel oder sowas. Haben wir hier noch irgendwas? FEDRA, Federal Disaster Response Agency, Störungssicherheitsdienst, okay. Hier haben wir nichts. Ah, halt. Jetzt müsste ich ja eigentlich... Ja, drei Sachen kann ich noch einsammeln und dann habe ich quasi auch schon wieder alles voll. Das ist natürlich hammergeil. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch schlecht, weil das normalerweise heißt, dass jetzt irgendwas Großes kommt. Mal wieder. Ich hätte schon lange gedacht, dass das Spiel aus wäre, aber es zieht sich immer wieder durch in die Länge. Eine neue Verbesserung. Sehr geil. Werkzeug ist alles. Werkzeugstufe 5. Ja, sehr cool. Haben wir die volle Errungenschaft vom Werkzeug, also von den Werkzeugstufen her. Ich sag doch, es lohnt sich immer wieder gut zu gucken. Da ist nichts. Ja, das Einzige, wo ich es halt nicht hinkriege, sind die Firefly-Anhänger. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil die sind so blöd versteckt und die blinken dann auch nicht wie alles andere. Und eine Werkbank. Moment, dann gucken wir aber erstmal. Ah, da ist noch was. Zum Anschauen. Eine Karte der Quarantänezone von Salt Lake City. Handschriftliche Notizen weisen auf Evakuierungsrouten des Krankenhauses und Gebiete ohne Vorräte hin. Ja, sie haben es alles gewusst und trotzdem wahrscheinlich nicht geliefert. Das ist voll. Nee. So, das kann ich nicht mehr. Okay. Ja. Okay, dann. Hier ist es gut. Finde ich auch, Joel. Finde ich auch. Die Frage ist jetzt nur... Was machen wir jetzt? 69 ist jetzt natürlich nicht so viel. Pistole haben wir jetzt auch nicht so unendlich viel Munition. Schrot haben wir ganz gut bekommen eigentlich. Von dem anderen. Andererseits sollen wir da jetzt irgendwas machen? Zielfernrohr, was ist denn damit? Fügt der Waffe ein Zielfernrohr hinzu. Die hat schon ein Zielfernrohr, aber ist okay. Also für eine größere Vergrößerung. Das wäre nicht schlecht. Ist die Frage, brauchen wir das? Können wir mal machen. Ich weiß sonst gar nicht so richtig. Ich weiß sonst ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich sonst noch machen soll. Weil viel kann ich nicht machen. Genau, ein paar Schrauben erstmal nachdrehen. Und schon hat das Ding größere... Oh nein!
Oh, okay, ich hätte lieber ein Magazin gemacht. Ich dachte, das wäre was anderes. Schaden ist auch teurer. Oh, Mist. Ja, Nachladetempo, Feuerrate. Bei der habe ich alles aufgewertet. Machen wir mal die Feuerrate. Schussfolge. Ja, komm. Ich hätte so viel, was ich noch machen müsste eigentlich, und so wenig, womit ich das machen kann. Deswegen. So geht es doch. Es geht auch anders, Joel, aber... So. Ah, okay. Aber da war nichts für die Waffe dabei, ne? Nee. Na gut, da haben wir schon alles durchgeschaut. Da könnte man theoretisch noch hoch. Nee, das ist ein Generator. Kann man auch nicht verschieben. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren. Hey Joel, ich habe was für dich. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Sie hat's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Nein, warum nicht? Ich meine, wir sind zwar mitten in der Apokalypse, aber einfach mal die guten Manieren vergessen. Ja gut, sie hat es für Joel gemacht, ne? Muss man jetzt auch dazu sagen. Tja, was man auch immer versucht. Ja, Joel? Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Joel, du hast dich mal bedankt. Oh mein Gott. Das ist Premiere. Du stehst nicht mehr auf, oder? Ich habe gerade Resident Evil Flashbacks, deswegen... Hier können wir auch nicht durch. Hier können wir nur mal eben gucken, ob was da liegt. Aber es liegt nichts da. Okay. Ja, ich dachte vielleicht ein Comic oder so. Aber auch nicht. Na gut. Ich meine, genau da hinten sollten wir doch hin, ne? Also sprich geradeaus und dann rechts war doch das Krankenhaus, oder? Die Berge sind auf jeden Fall da. Ja, Elli, sag mir mal, wo wir rum müssen. Ich meine, von da hinten sind wir gekommen. Könnten wir da hoch? Bin mir gerade nicht sicher. Nee, wir sind von hier gekommen, ne? Oder? Nee, wir sind von rechts gekommen. Wir sind von rechts und dann bin ich hier reingelaufen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Tut mir leid. kann ich das nicht einfach aufschlagen? Ach nee, wir sind von hier gekommen, ja. Genau. Und dann sind wir nach links gelaufen. Das heißt, theoretischerweise könnten wir hier rechts rum. Da können wir rüberspringen, oder? Da dürfen wir aber nicht rüberspringen. Wir können überall rüberspringen, es sei denn, das Spiel möchte nicht, dass wir rüberspringen. Dann dürfen wir es auch nicht mehr. Und können es plötzlich nicht mehr. Da kommen wir nicht hoch. Das ist alles so prädestiniert dafür, da hochzuklettern, aber... Was war das denn gerade? Joel, geht's dir noch gut? Ja, Spiel, das erste Mal könntest du mir tatsächlich mal sagen, wo es jetzt lang geht und du sagst mir nichts. Und sonst nervst du mich die ganze Zeit damit, da musst du hin, da musst du hin. Ich komme ja aber doch sonst nirgendwo hoch. Oder?
Okay, hier will er auch nicht hoch. Ich verstehe nicht, dass der über dieses Ding hier nicht rüberspringen will. Ist ihm zu hoch. Er hat Rücken. Ja. Das fängt jetzt richtig gut an hier in dieser Folge. Ah ne, da kann man aber nicht hoch. Ne, das ist nur Backstein, ne? Ja. Das brauchen wir auch nicht. Es bringt auch nichts, wenn ich so auf den Stick klicke. Ich habe keine Ahnung, weil wir kommen da nicht hoch, wir kommen da nicht hoch. Beides wäre natürlich gut, weil da Löcher sind, wo man hochklettern kann, theoretisch. Praktisch möchten die das nicht. Ich würde ja sonst auch hier über den Bus hochklettern, aber das scheint denen dann auch wieder zu hoch zu sein. Hier im Bus irgendwas übersehen? Gibt es hier eine Tür? Och nein! Och, euer... Nee. Das ist keine Tür. Aber ich kann hier durch. Ah! Ah! Aber ich habe es dann doch noch rausgefunden. Hm? Es war total durch Zufall. Aber... Ich hab's noch rausgefunden. Sehr stolz bin ich, ja. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Ellie, bist du noch bei mir? Ich hoffe. Ist alles zu? Ellie? Okay. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein. Die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Tja, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Aber gut, ich würde sagen, wir machen hier trotzdem erstmal einen kleinen Cut, weil das sieht für mich wieder so aus, als ob das ein Gebiet sein könnte, wo das dann wieder länger dauert, bis wir da durchkommen. Wir machen hier einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.